Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe von Ars Edition ein ganz, ganz tolles Päckchen zugeschickt bekommen. Und das wollen wir jetzt einmal zusammen aufmachen. Ich weiß, dass es um das Thema Freundschaft, beste Freundschaft geht. Und ich nehme erstmal alles raus. Hier sind Sticker. Und hier sind Freundschaftsbändchen. Und hier ist Briefpapier. So, und ich weiß da schon ungefähr, um was es geht. Denn es geht um dieses Buch hier. Das ist von Natalie Buchholz und Inka wie? PS, du bist die Beste. Und zwar geht es darum, es gibt zwei beste Freundinnen und eine von den beiden muss wegziehen. Und dann baut sie noch so ein bisschen Scheiße und bekommt, glaube ich, das Handy gestrichen und kann dadurch nicht so Kontakt zu ihrer besten Freundin halten. Und deswegen fangen die beiden an, Briefe zu schreiben. Und ich lese einmal hier hinten für euch vor. Das Buch kostet übrigens 12,99 und hat wie viele Seiten? Moment. 198 ist übrigens auch super geil gestaltet. Das zeige ich euch zuerst nochmal. Super geil. Voll schön gemacht. So, pass auf. Zusammen durch dick und dünn. Emma und Lore verbringen jede freie Minute zusammen. Doch dann zieht Emma von Kiel nach Rosenheim um und Lore baut so großen Mist, dass sie von ihrer Mutter bis Weihnachten striktes Computer- und Handyverbot bekommt. Absolute Katastrophe. Da bleibt den beiden Freundinnen nur noch eins übrig, um sich auszutauschen. Briefe zu schreiben. Briefe über Jungs, Liebeszauber, erste Partys und Patchwork-Familien. Gemeinsam versuchen die Mädchen, ihr chaotisch lustiges Teenagerleben zu sortieren. Dabei ist beiden immer klar, ihre Freundin ist echt die Beste. Und als ich gelesen habe, um was es geht, wusste ich, dass ich dieses Buch in meinem Leseclub lesen möchte. Also ich habe ja einen Leseclub für Jugendliche, die sind so 5., 6. Klasse und auch einen Lesezirkel mit Erwachsenen. Wir Erwachsene werden es nicht lesen, aber mit den Jugendlichen möchte ich das unbedingt gerne lesen. Und im Rahmen dessen, wenn wir dieses Buch lesen, werden wir, glaube ich, auch ein paar Briefe schreiben, weil ich bin so aufgewachsen, ne? Da gab es noch nicht so Computer und Handy hatten wir gleich gar nicht. Ich hatte zig Brieffreundinnen, zig, manche Jahre lang. Und das war ein Hobby, Briefe zu schreiben. Ich habe manchmal am Tag 4, 5 Briefe geschrieben. Das war mega. Ich habe das geliebt, dieses Briefpapier haben und zur Post gehen und Briefmarken. Und dieses Rundrum. Das war für mich ganz, ganz wichtig und ganz, ganz toll. Und schreiben, also per Hand schreiben, nicht irgendwas, Texte mit Emojis schreiben, das macht ja auch was mit unserem Kopf. Ist also auf ganz vielen Ebenen super wichtig. Aber auch für unser Gefühlsleben. Also man lernt durch Briefe schreiben halt, kommt man auch so zum Journaling, zum Tagebuchschreiben, zum Reflektieren, sich mit seinen Gedanken auseinandersetzen. Das ist was Wundervolles. Und ich schreibe auch heute noch Briefe. Ich habe 3 Brieffreundinnen. Eine, mit der schreibe ich jetzt, glaube ich, schon seit 4 Jahren, habe ich im Internet getroffen und wir haben entschieden, von uns Briefe schreiben. Die zweite, das ist eine Coaching-Klientin, das hat sich dann zu einer Freundschaft entwickelt und auch wir haben erkannt, hey, das Schreiben, das hilft uns beim Reflektieren, beim Erzählen und haben das angefangen. Und das dritte ist meine Kurfreundin, mit der wir so Postkarten, kleine Briefchen hin und her schreiben. Und ich brauchte sowieso, natürlich Katze, ich brauchte sowieso neues Briefpapier. Deswegen freue ich mich total. Das ist nämlich auch super, super schön. Und halt hier so ganz süß wie früher in der Schule. Freundschaftsbändchen mit dabei. Und halt noch ein paar Sticker. Die werde ich für meine Mädels aufheben. Auf jeden Fall im Leseclub. Genau, das war das Paket von Ars Edition. Es geht um dieses Buch. PS, du bist die Beste. Wer vielleicht so für den Sommerurlaub noch was für seine Kinder vielleicht sucht, dem verlinke ich das Buch sehr gerne unten in der Infobox. Ich hoffe, das kleine kurze Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch mal bitte jetzt in die Kommentare, ob ihr früher Brieffreundschaften hattet oder vielleicht jetzt sogar noch welche habt. Das würde mich sehr interessieren.
Wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.